Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Hanfmagazin Produktvideo mit mir und heute liegt der Fokus auf Makro. Die Ernährungslehre kennt drei große Gruppen von sogenannten Makronährstoffen. Das sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Proteine sind Eiweiße und die sind eigentlich die wichtigsten. Proteine sind zum Beispiel vor allen Dingen auch dann wichtig, wenn es darum geht, unsere Muskeln aufzubauen und zu erhalten. Ohne Proteine gäbe es gar keine Muskeln. Für den Muskelaufbau zum Beispiel gibt es eine bestimmte Menge an Protein pro Tag und pro Kilo Körpergewicht, die man zu sich nehmen sollte. Nimmt man mit seiner Ernährung zu wenig Proteine zu sich, hat dies automatisch schon eine Schwächung bzw. einen Abbau der Muskulatur zur Folge. Viele Proteine hat der Mensch immer mit Fleisch zu sich genommen und jetzt, wo immer mehr Leute vegetarische oder vegane Kost zu sich nehmen, laufen sie natürlich aus alten Gewohnheiten heraus schon in Gefahr, zu wenig Proteine in ihrer Ernährung drin zu haben. Und deshalb möchte ich heute den Skinny Protein Mix mit Hanfprotein vorstellen. Viele herkömmliche Proteinpulver, die man im Handel kaufen kann, gerade für Bodybuilding und Kraftsport und so weiter, sind aus tierischen Proteinen, tierischen Erzeugnissen gewonnen. Bei Skinny Protein Mix ist es ein bisschen anders. Skinny Protein von yoursuper.com ist erstens mal vegan und kommt gänzlich ohne jegliches tierisches Erzeugnis aus. Diese Proteinkombination besteht aus äußerst wertvollen Superfood-Pflanzen und ist obendrein auch noch glutenfrei. Die Grundlage für Skinny-Protein bilden Hanfprotein und Erbsenprotein. Die zwei pflanzlichen Proteine liefern alle essentiellen Aminosäuren, die der Körper so braucht. Dazu sind noch ein paar ganz andere raffinierte pflanzliche Inhaltsstoffe drin, zum Beispiel Alfalfa, Spirulina oder Moringa. Während also Hanf- und Erbsenprotein eben für die Eiweißversorgung, also Makronährstoff, zuständig sind, sind Alfalfa, Spirulina und Moringa hervorragende Lieferanten für viele Mineralstoffe und andere Mikronährstoffe. Wer aus sportlichen oder anderen Gründen eine besonders eiweißstarke Kost zu sich nehmen will, wird meistens auch gleichzeitig darauf achten, wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Und Skinny Protein enthält nur 1,4 Gramm Kohlenhydrate pro Portion, was echt wenig ist. Und dabei stecken hier drin 62% Protein. Die Einnahme von Skinny Protein ist extrem einfach. Man kann es natürlich einfach nur mit Wasser mischen, in jedes x-beliebige Getränk einrühren oder eben auch Rezepturen damit verfeinern, sei es ins Müsli gemischt oder in etwas Gebackenes kann man zum Beispiel 10% Mehl durch das Protein ersetzen und. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man das täglich in seine Ernährung integrieren kann. Alle Zutaten für Skinny Protein werden übrigens in ökologischer Landwirtschaft hergestellt. Das heißt, wir sind nicht nur gesund für unseren Körper damit, sondern auch für die Umwelt. Natürlich ist Skinny Protein von yoursuper.com nicht nur für Sportler oder Veganer jetzt geeignet als zusätzliche Proteinquelle aus Angst vor der Mangelernährung. Nee, im Gegenteil, es bereichert eigentlich die Ernährung von jedem und vor allen Dingen in unserer Zeit, wo wir jetzt sehr schnell zwischendurch mal ungesunde Sachen in uns reinstopfen, ist es natürlich nicht verkehrt, sich mit Skinny Protein jeden Tag eben so eine ganze Bandbreite von Nährstoffen zu verabreichen, die unserem Körper sonst vielleicht fehlen würden. Jetzt stellt sich für viele natürlich noch die Frage, wie schmeckt das Zeug eigentlich? Also, wenn ich es aufmache und dran rieche, dann wird der Geschmack schon sehr deutlich und sehr klar und das ist auch der Grund, warum ich es besonders gerne im Müsli habe. Es ist so eine gewisse hanfig und grüne Note auch, ein bisschen teeartig, aber es kommt auch sehr fruchtig daher und deswegen ergänzt es so ein bisschen die Beeren im Müsli oder auch im Saft finde ich es deswegen sehr gut. Jetzt würde ich es eben noch mal schnell zeigen, wie das eigentlich aussieht. So, diese hellgrüne Farbe hat es.
So und so, ungefähr so viel tue ich mir morgens in eine Portion Müsli rein und das reicht mir dann für den Tag. Dann hoffe ich mal, ich konnte euch ein bisschen anregen hier mit Skinny Protein von yoursuper.com und schreibt doch in die Kommentare, falls ihr es schon kennt, falls ihr es probiert habt, wie es euch schmeckt, wie es euch bekommt und was euer Lieblingsproteinprodukt ist. Dann verabschiede ich mich auch schon wieder und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Hanfmagazin-Produkt-Video wieder was Interessantes vorstellen darf. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Und ja, man könnte es auch als sehr staubig.